Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten kann man im Master weiterentwickeln? Also einmal ist es so, dass wir ja im Master ganz gut verschiedene Schwerpunkte wählen können, zum Beispiel eher Linguistik oder eher Literaturwissenschaft, dass wir das im Master weiterentwickeln können, während im Bachelor das noch relativ ausgeglichen ist. Dann natürlich die Sprachkenntnisse kann man sehr stark weiterentwickeln, beispielsweise auch durch einen eventuell erneuten Auslandsaufenthalt, den man im Bachelor vielleicht auch schon gemacht hat. Ja, ich würde auch sagen, die Sprachkenntnisse sollte man natürlich mitbringen, aber der Master bietet nochmal die Chance, durchs Erasmus-Semester im Ausland das nochmal vertieft zu machen. Gerade wenn man das im Bachelor nicht geschafft hat, ist das immer eine gute Möglichkeit. Und auch verschiedene Arbeitsbereiche vielleicht schon mal kennenzulernen, insbesondere auch durch Praktika und dann sich weiter zu orientieren, wie es dann weitergeht nach dem Master. Genau. Gerade im geisteswissenschaftlichen Studium wäre es ja auch nicht verkehrt, mal zu gucken, in welchen anderen Bereichen kann ich Praktika machen, zum Beispiel im Wirtschaftsbereich. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, dass ich da auch reinkomme? Ja, einfach sich so ein bisschen öffnen. Wer studiert typischerweise diesen Master? Ja, zunächst mal Leute, die vielleicht schon den Bachelor gemacht haben in der Romanistik, egal welche Sprachkombination. Dann aber auch Leute, die aus einem ganz anderen geisteswissenschaftlichen Bereich kommen, Translatologie zum Beispiel, aber auch Leute, die vielleicht Politikwissenschaften gemacht haben, Leute, die vergleichende Literaturwissenschaft vielleicht gemacht haben und gesehen haben, ich will eigentlich doch nur diese beiden Sprachen machen und mich da stärker konzentrieren drauf. Genau, das Gleiche gilt eigentlich für die Linguistik. Es ist auch gut möglich, dass man vielleicht in der allgemeinen Linguistik einen Bachelor gemacht hat und sich dann auf die Philologie jetzt spezialisiert. Oder auch Kommunikations- und Medienwissenschaften. Wie groß ist der Forschungsanteil im Master? Also in der Romanistik der Uni Leipzig kann man sagen, ist eine Besonderheit, dass sehr viel in den digitalen Geisteswissenschaften auch gearbeitet wird. Ein Beispiel dafür wäre, dass am Institut des Korpus der romanischen Zeitungssprache erstellt wird, an dem man als Masterstudentin oder Student auch innerhalb eines Moduls mitarbeiten kann und dann auch damit eben bestimmte Forschungsfragen bearbeiten kann. Und ansonsten gibt es bestimmte Forschungszentren, mit denen das Institut auch zusammenarbeitet. Ein noch relativ junges Beispiel wäre das CICI, das ist das Centro Interdisciplinare di Cultura Italiana, wo teilweise zum Beispiel auch mit bestimmten Seminaren zusammengearbeitet wird, im Sinne von, dass man bestimmte Vortragsreihen besucht, die dann eben zum Modul passen. Wie wichtig ist in diesem Master Vorwissen aus der Romanistik? Wichtig, würde ich sagen. Wir hatten ja schon gesagt, dass man auch aus anderen Bereichen kommen kann, aber natürlich wäre es gut, wenn man die nötigen Sprachkenntnisse mitbringt in den jeweiligen Sprachgebieten, die man studieren möchte. Und je nachdem, was so der Schwerpunkt ist, Linguistik, Literaturwissenschaft, sollte man natürlich auch die Grundbegriffe verinnerlicht haben, sage ich mal. Genau, bei den Sprachkenntnissen kann man noch sagen, dass die Niveaustufen unterschiedlich sind, je nach Sprache. Das hängt damit zusammen, dass die im Bachelor auch bei verschiedenen Niveaustufen teilweise anfangen. Genau. Kann man sich dann informieren, welches Niveau vorausgesetzt wird. Und Beispiele für so theoretisches Grundwissen wären aus der Linguistik eben, dass man bestimmte Teilbereiche der Linguistik kennt, mit den Grundbegriffen arbeiten kann. Aus der allgemeinen Linguistik sowas wie Phonetik, zum Beispiel Syntax. Oder andere Bereiche wie Varietätenlinguistik, dass man einfach diesen Überblick hat, den man im Master dann vertiefen kann. Genau, und das Gleiche gilt für Literaturwissenschaft. Es wäre gut, wenn man, sag ich mal, ein Vorwissen mitbringt über Epochen, über Autoren, dass man das einordnen kann. Für die Kulturwissenschaft generell einfach Geschichtswissen auch. Wenn man jetzt sagt, mein Schwerpunkt ist die Iberische Halbinsel, was ist da in 2000 Jahren eigentlich passiert? Ja, das Gleiche gilt für Lateinamerika, dass man einfach ja, nicht bei Null anfängt, ne? Das ist wichtig. Wie individuell ist das Studium gestaltbar? Also zum einen kann man sagen, dass, und das ist auch ein Unterschied zum Bachelorstudiengang, im Master die Schwerpunkte ganz gut gesetzt werden können. Das heißt, man kann eben entscheiden, ich bin eher Literatur- oder eher sprachwissenschaftlich interessiert und dann entsprechend seine Module nach diesen Schwerpunkten wählen oder auch die eine der beiden Sprachen vielleicht ein kleines bisschen mehr berücksichtigen als die andere. Man kann aber auch ausgeglichenes gestalten. Also das ist ganz schön. Im Bachelor ist das bewusst
50-50 gehalten. Im Master kann man sich dann vertiefen. Genau. Das Gute am Master hier in Leipzig ist, oder generell in der Uni, ist, dass wir eine große Sprachvielfalt haben. Das heißt, wir haben hier Portugiesisch als Vollstudium, was an vielen Unis nur als Nebenfach möglich ist. Des Weiteren kann man auch, wenn man darauf Lust hat, andere romanische Sprachen vertiefen am IALT. Das ist das Institut für angewandte Linguistik und Translatologie. Die bieten zum Beispiel Kurse für Galizisch, Katalan und Baskisch an. Das heißt, wer da sagt, ich möchte mich da weitergehend informieren und das auch im Sprachkontakt vielleicht untersuchen, der hat da die Möglichkeit zu. Ein anderes Zusatzangebot, was wir hier an der Romanistik haben, ist Rumänisch. Ganz schön, weil das viele Unis auch überhaupt nicht mehr drin haben. Das sind Module, die man auch schon im Bachelor studieren kann, aber die viele auch noch im Masterstudium belegen. Das sind Sprachkurse in Kombination mit Literatur, Kultur und sprachwissenschaftlichen Elementen. Das ist ein ganz schönes Zusatzangebot, was man dann auch gut weiterentwickeln kann. Und außerdem gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, nochmal ins Ausland zu gehen im Master. Also wir beide sind sowohl im Bachelor als auch im Master ins Ausland gegangen, ich nach Portugal und nach Spanien und du nach Rumänien und im Master dann Italien. Das heißt, wenn man zum Beispiel im Bachelor sich nur auf die eine Sprache ein bisschen stärker konzentriert hat, dann kann man spätestens im Master nochmal sagen, okay, jetzt möchte ich aber doch nochmal das andere Land kennenlernen, die andere Kultur. Genau, einmal das und dann ist noch zu sagen, dass das auch sehr individuell gestaltbar ist im Sinne von, es gibt keine Vorgabe, zum Beispiel ich studiere Italienistik, ich muss im dritten Semester nach Italien gehen, sondern ich war ja zum Beispiel in Rumänien, weil ich dieses Zusatzangebot eben wahrgenommen habe. Man muss auch nicht ins Ausland gehen, aber es ist natürlich sehr empfehlenswert und es wird auch sehr stark unterstützt hier am Institut. Innerhalb Europas ist das vor allem über das Erasmus-Programm, wird es vor allem darüber gemacht, ist gut möglich. Lateinamerika wäre beispielsweise über ein DAAD-Stipendium gut machbar. Und das geht auch mit Praktika, nicht nur Auslandssemestern, da hast du ja zum Beispiel auch genau. In Portugal noch eins. Genau, ich habe ein Erasmus-Praktikum in Portugal gemacht, bei einem Umweltverband als Übersetzer. Also mal ein bisschen was anderes.